Hallo und zurück, da sind wir schon wieder. So, ich habe in der Komplettlösung mal nachgeschlagen, wie ich schon gesagt habe. War im Endeffekt auch gut, weil ich selber wäre nie drauf gekommen. Aus dem Grund breche ich die Mission hier auch ab und wir fahren nochmal nach New Reno. Eastside. Genau hierhin wollte ich nicht. Ach doch. Ich habe nur ein, zwei Zeilen gelesen. Oh, ich brauche hier dringend Munition. Ein, zwei Zeilen gelesen und habe mir dann gedacht, okay, sehr, sehr gute Punkte, auf die ich selber nicht gekommen wäre, aber durch ein bisschen Logik hätte man drauf kommen können. Wenn Christopher mir noch einmal widerspricht. Pass auf, wo du hintrittst. Klar, das hier ist das Revier von den Whites. So, ich würde vorschlagen, dass du und dein Ghoul-Freund abhaut, bevor ihr Ärger kriegt. So, einmal abspeichern. So, lauter komplette Lösung können wir den hier erstmal sagen, den Oberhaupt der Familie, dass ihr mit allen gesprochen habt. So, du schon wieder, hast du herausgefunden, wer meinen Jungen getötet hat? Noch nicht, ich arbeite dran. Ja, es war Jules, der Dealer am Eingang der Stadt. Jack, Jimmy, Jay, dieser alte Handlunge, Renesco, der Rocketman. Okay, hier mal alle vier Verdächtigen. Noch nicht, ich arbeite dran. Wenn du nochmal wiederkommst und nicht getan hast, warum ich dich gebeten habe, werde ich dich in Golgotha hängen sehen. Sippenkröte, niemand verschwendet meine Zeit, verstehst du? Verstanden. Okay. Ich wollte interessieren, was passiert, wenn ich den Falschen verdächtige. Du siehst Kite-Wiked. Was willst du denn jetzt? So. Kannst du mir was über deinen Bruder Richard erzählen? Soweit ich weiß, gibt er uns sogar Zugriff bzw. den Schlüssel für sein Zimmer. Und weiter habe ich die Komplettlösung nicht gelesen. Eigentlich stand da auch drin, dass ich hier den Oberhaupt ansprechen kann und sagen kann, ich habe mit allen gesprochen. Aber irgendwie ging das jetzt nicht, keine Ahnung. So. Guter Junge, wenn wir den jemals finden, der ihm das angetan hat, hast du keine Ahnung, wer es gewesen sein könnte? Ach, da verkaufen so viele andere Familien Chat, das könnten alle gewesen sein. Die Mordinos haben die meisten Chat-Händler, weil sie am meisten Chat herstellen. Ich wette, es war einer von denen. Welchen Händler hast du denn im Verdacht? Ein ganzer Haufen, Jack Jimmy Chay von der Second Street, der alte Mistkerl Renesco im West End und Jules handelt auch noch am Stadteingang, aber meistens mit dummen Touristen. Dann gibt's da noch Little Jesus Mordino. Little Jesus Mordino? Er ist der Sohn von Big Jesus, außerdem ist er ein Mistkerl. Er hat Richard vielleicht alleine getroffen und ihn dann aus lauter Gemeinheit mit Chat vollgepumpt. Wenn du ihn suchst, sieh mal in Desperado nach. Little Jesus hängt da immer mit seinen Alten ab. Kannst du mir noch was über Richard erzählen? Ruhiger, sauberer Junge, hielt sich aus Ärger raus und das ist schon was für einen Wiked. Wir haben ihn vor einiger Zeit auf der Golgatha-Ebene begraben. Aber Ma will immer noch nicht, dass etwas in seinem Zimmer verändert wird. Sie kann ihn einfach noch nicht loslassen. Wo war denn sein Zimmer? Hätte deine Mutter wohl was dagegen, wenn ich da mal reinschauen würde? Sein Zimmer? Ach, das mittlere da von der Hausseite aus gesehen. Hm, und wenn du dich da umsehen willst, bleib nicht zu lange und bring nichts durcheinander, sonst bekommt mal einen Anfall. Danke, Kai, dauert nicht lange. So, ich hoffe, ich finde da auch einen Anhaltspunkt, mit dem ich weiterkomme, ansonsten stehe ich wieder dumm da und muss wieder eine Komplettlösung schauen. So, das mittlere Zimmer, ich nehme mal an dieses hier, weil es komplett unbewohnt ist. Wir speichern mal vorher ab. Mit der Mutter haben wir es uns eh verscherzt. Weil den Priester als einen Säufer bezeichnet haben. Das war Richard altes Zimmer. Pass auf, wo du hintrittst. Klar, das ist hier das Revier von den Wikes. Ja, das wurde mir schon öfters gesagt. Das ist sein Zimmer mit 3, 6, 9 Betten. Okay. Okay, das bringt mich nicht viel weiter. Hey, ich habe einen leeren Chatkanister unter der Kommode entdeckt. Du findest eine Spur hinter der Kommode in der Villa Wiked. Du erhältst 500 Erfahrungspunkte. Du weißt, dass dies Richards Zimmer ist und durchsuchst gründlich seine Kommode. So, da mal ein Anhaltspunkt. Du siehst leerer Jetkanister. Dieser leere Jetkanister wurde im Zimmer von Richard Wiked gefunden. Innen befindet sich noch Rückstände von Jet.
Jetzt ist natürlich die Frage, ob wir das vielleicht untersuchen können oder nochmal die Drogendealer danach fragen können. Oder wir können nochmal Kai drauf ansprechen. Was willst du denn jetzt? Okay, hier kann man nichts Neues auswählen. Das kann ich bestimmt untersuchen lassen, ob das Zeug rein ist oder da irgendwas mit rein vermischt wurde. Aus reiner Neugierde schaue ich mal, was passiert, wenn ich einen Dealer damit konfrontiere. Na also, wenn das nicht mein Freund der Pilot ist, kommst du wieder, weil du das bestimmt was Bestimmtes von Jackie Jimmy brauchst? Nein, ich kann ihn nicht drauf ansprechen. Vielleicht fahre ich doch mal zum Stall und vielleicht kann er es analysieren, der ja Chat selber produziert. Dann mache ich das jetzt doch mal. Diese Mission, in der Hoffnung, dass er mich in irgendeiner Art oder Form weiterbringt. Oder ich schaue einfach mal nebenbei in die Komplettlösung. Das Problem ist, da müsst ihr jetzt natürlich ein bisschen warten. Weil ich muss unbedingt wissen, ich bin da zu neugierig, wie man das Ding löst. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich habe das bisher auch nur sehr selten gemacht, daher passt das. Normalerweise würde ich sagen, egal, dann jedenfalls war das früher so. Ich google übrigens nebenbei. Weigt so. Wie hießen die nochmal? Ah, jetzt finde ich keinen Typen, natürlich. Weigt. Früher hätte ich gesagt, egal, dann geht's halt nicht. Das waren noch Zeiten, wo man kein Internet hatte und nicht einfach so mal googeln konnte. Weil wir sind schon so mächtig und sind ziemlich weit fortgekommen. Aber hier interessiert mich doch schon die Story, die dahinter steckt. So. Mit Kai haben wir schon gesprochen. Wir sollen in seinen Raum gehen. Wir sollen den leeren Chatkanister finden. Haben wir. Hä? Wir sollen Jack Jimmy das Teil geben. Okay. Und dann sollen wir nochmal nach Golgotha und dort ein Grab untersuchen. Gut. Na, dann ging es jetzt relativ schnell. Also war ich doch auf dem richtigen Weg. Das ist ja noch schlimmer. Ich war in der richtigen Person. Also muss ich ihn wahrscheinlich nochmal beschuldigen und sagen, hier, du warst das und kannst nicht direkt. Ah, ich habe schon fast geahnt. Ich kann es nicht direkt im Hauptmenü auswählen. So muss nochmal den ganzen Gesprächstext durchgehen. Uiuiuiui. Es gibt dafür auch nur 500 Erfahrungspunkte Bonus, also nicht mal so viel. Aber wie gesagt, die Quest interessiert mich. Allein von der Story. So, nochmal zurück. Wir schieben es ihnen nochmal unter. Alles klar, machen wir einen Handel. Hör mal. Blablabla. Nein, ich wollte nur fragen. Okay, jetzt einmal ganz ruhig. So. Ah, jetzt kann ich es auswählen. Weißt du etwas über diesen leeren Chatkanister? Das ist ja fies. Nimmt den Kanister und untersucht ihn. Nee, ich riech an der Tülle und runzel die Stirn. Puh, in diesem Chat ist Red Scorpion Gift. Wer davon was eingenommen hat, bleibt nicht mehr allzu lange auf dieser Welt. Gib den Kanister zurück. Du erhältst 500 Erfahrungspunkte. Du hast entdeckt, dass Richard White vergiftet wurde. Also wurde er doch vergiftet. Vergiftet? Auf jeden Fall klar. In dieser Stadt muss man vorsichtig sein, wenn sowas die Runde macht. Deswegen sagt Jimmy auch immer. Irgendeine Vorstellung, wo das herkommen könnte? Nee, keine Ahnung. Hör mal, jetzt erzähl nicht groß rum, dass er mir gehört, ja? An deiner Stelle würde ich mal Jules und Renesco fragen, aber das hast du nicht von mir gehört, klar?
Ernesto und Jules, so, ich frag sie mal. Danke für den Tipp. In Ordnung, ich hätte noch ein paar Fragen. So, ja, jetzt weiß ich, dass er vergiftet wurde. Aber wie zum Teufel soll man jetzt drauf kommen, dass man rumgraben soll auf den Dingsbums? Ich werde mal die anderen damit konfrontieren. Ah, natürlich bin ich eine Frau. Schau einfach nicht auf den Adamsapfel. Was zum Teufel? Okay. So, sagen die etwa auch noch was dazu? So, nochmal, Richard White. Okay. Ah, jetzt können wir sie alle einzeln fragen. Kannst du mir etwas über diesen leeren Chatbehälter sagen? Ja, er ist leer. Es ist ein Chatbehälter wie 100 andere in Yorino. Noch etwas, womit ich dir behilflich sein kann? Weißt du etwas über die Ratskorpion-Giftspuren in diesem Behälter? Red Scorpion, Renesco erstarrt plötzlich, als ob er sich an etwas erinnert. Du Hurensohn, du hast den Jungen vergiftet, nicht wahr? Du weißt etwas darüber, nicht wahr? Uah, jetzt wart mal einen Augenblick. Leg dich nicht mit mir an, Renesco. Wenn du versuchst, dich hier rauszuwinden, wirst du Richards Gesellschaft leisten, verstanden? Genau, ich und Mr. Wyke werden uns ein bisschen unterhalten. Schönen Tag, Renesco. Wir machen das aus. Warte einen Augenblick, hör zu, ich habe es dem Jungen nicht verkauft. Er hat nie etwas von mir gekauft. Man hat mich beauftragt, etwas Chat mit Red-Scorpion-Gift zu versetzen. Aber ich habe es nicht an den Jungen verkauft. So, du wurdest beauftragt, vergiftetes Chat herzustellen. Für wen? Wem hast du es verkauft? So. Einen Moment, ich muss gerade husten. Immer wenn ich Fallout spiele, muss ich husten. Seltsam. So. Die Salvatores haben es verlangt. Sie sagten, es sei ein besonderer Auftrag. Ich wusste nicht, dass sie es dem Jungen der Vikes geben würden. Du musst mir glauben, ich vergifte keine Kinder. Oh, 1000 Erfahrungspunkte. Du hast Renescos Mitwirkung am Tod von Richard Wyke aufgedeckt. Du erhältst 1000 Erfahrungspunkte. Nur Erwachsene, Renesco, du mitleidenswerter Hurensohn. Also war noch ein Kind oder wie? Warum hast du das Chat vergiftet? Du musst gewusst haben, dass sie jemanden damit umbringen wollten. Okay, ich glaub dir, ich hätte noch mehr Fragen. Halt einfach deinen Mund, hör zu, ich habe noch ein paar Fragen. Die Salvators, Ich glaube, Mr. Wyke würde das sehr interessieren. Wir machen das Vote, warum er es. Na gut, weil er Geld bekommen hat, das muss ich gar nicht gar nicht nachfragen. Einfach das Letzte. So, wie viele? 88.000. Okay, wir kommen immer näher. Ich glaube, dann dürften wir wieder einen Boni auswählen dürfen. Ich überlege immer noch, ob ich das mit das Boni mit den Resistenzen nehme. Da sind wir spätestens, wenn wir die Rüstung der Bruderschaft haben, dann nahezu unbesiegbar. Wo sind denn hier nochmal die Werte der Rüstung? Inventar. 40, 60, 30, 50, 40. Und es gibt, glaube ich, 10% auf alles. Oder war es nur auf normal? Muss ich mir nachher nochmal angucken. Und vorher speichern, bevor wir dann das Boni-Teil auswählen. Nee. Einen habe ich noch nicht danach ausgefragt. Aber die Komplettlösung aber sehr einfach gehalten. Da stand nichts davon, dass ich jetzt mit allen sprechen soll. Aber ist ja auch egal. Ich wollte ja nur einen Tipp und dafür war die Komplettlösung wiederum sehr gut. Aber ich übersehe den immer. Der passt sich so gut an der Umgebung an. Mit seinem roten Oberteil. So. Da, 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 da. Der sagt gar nichts mehr, okay. Ich wäre Waffenvorräte, das Zeug herkriegen. Am Anfang konnte ich den damit noch in Verbindung bringen.
Okay. Und wenn ich Ihnen das sage, ich speichere mal lieber vorher. Ich glaube, das ist eigentlich nicht so gut, wenn ich ihn damit in Verbindung bringe. Nicht, dass er dann mich sofort angreift, weil eigentlich sollte ich ihn ja leben lassen. Du schon wieder, was willst du jetzt? Ich habe ein paar Fragen. Die Suche Arbeit, relaxen, weißt du was über den Jet? Ach ja, die Mordinos sind die größten Jethändler. Ich glaube nicht, du bist alles also in Ordnung war nur eine Frage. Ja, dazu offensichtlich, wenn er nur eine einzigen Jet-Dosis mit Gift vermischt hat und das dann den Typen da gegeben hat. So. Ging es hier weiter? Ja. Warum soll ich nochmal laut Komplettlösung irgendeinen Typen ausbuddeln? Verstehe ich nicht ganz. Da verdächtige ich gerade den Falschen. Ich werfe nochmal einen Blick drauf. Denn wenn wir es schon machen, dann machen wir es ordentlich. Asgrenesco erbaut. Dings, ja, das haben wir. Dick Richards at Golgatha and find out about. Verstehe ich nicht ganz. Ach so. Nee. Wer weiß, egal. Ja, okay. Alles richtig gemacht. Eigentlich eine ziemlich kurze Quest, so gesehen, aber darauf zu kommen, außer die Waldfee. Hä, wie spricht er auf einmal Englisch? Hat hier irgendjemand Christopher gesehen? Sagt dem Jungen, dass ich ihn sehen will jetzt. Du schon wieder hast herausgefunden, wer meinen Jungen getötet hat. Check Jimmy J. Ja, es war Jules. Nein, dieser alte Halunke. Nein, Jesus Mord. Dino, nein, dein Sohn ist nicht an einer Überdosis gestorben, er wurde vergiftet. Vergiftet? Was sind drei Teufelsnamen? Meinst du damit? Ich habe den Jetkanister gefunden, den Richard benutzt, der auf Richard angewendet wurde. Darin waren noch Spuren von Red Scorpion Gift. Es wurde mit Red Scorpion Gift vergiftet, die Jet-Überdosis war nur ein Vorwand für die Vergiftung. Ich habe den Jetkanister gefunden, den Richard benutzt, der auf Richard angewendet wurde. Daran waren noch Spuren von Red Scorpion Gift. Nehmen wir mal an, dass ich dir das auch nur eine Sekunde lang abnehme und ich sag nicht, dass ich das tue. Wer hat dann meinen Sohn vergiftet und warum die ganze Mühe mit der Überdosis Jet? Man erzählt sich, dass es die Salvators waren. Sie haben ihn mit Jet vollgepumpt, das mit Red Scorpion Gift versetzt war und ihm dann liegen gelassen, damit du ihn findest. Ich weiß nicht, wer von den Salvators es getan hat. Ranesco hat etwas Jet für sie versetzt, aber nicht gewusst, dass sie damit deinen Sohn vergiften wollen. Ja, ich mach das so, da. Das war der letzte Tag im Leben dieses Mistkerls. Morgen früh ist er tot, aber er wird langsam sterben. Du hast einen verdächtigen Mordfall Richard White gefunden, 1500 Erfahrungspunkte. Aber Renesco hat Richard nicht das Jet gegeben. Er wusste nicht, für wen es war. Die Salvatores haben deinen Sohn vergiftet. Richtig? Und warum zum Teufel würden sie das tun? So wie ich das sehe, kontrollieren die Mordinos den Jethandel in Reno. Natürlich würdest du ihnen die Schuld an einer Überdosis Jet geben und dann gäbe es einen Krieg. Falls eure Familie sich nicht gegenseitig ausrotten, werdet ihr wenigstens vom Kampf geschwächt. Dadurch wird das Leben einfacher für die Salvatores. Sie müssen sich dann nur noch um die Bischofs kümmern. Starr dich lang an, dann kichert er trocken. Du gibst mir die Antwort und ich kann nichts tun. Die Salvatores, so ein Mist, atme tief ein. Was ist denn los? Du kannst nichts tun, was meinst du damit? Weißt du, wie diese Mistkerle von Salvatores bewaffnet sind, mein Freund? Die haben diese elenden Lichtwerfer. Ein Salvator kann mit so einer Knarre meine ganze Familie töten, ohne mit der Wimper zu zucken.
Wenn ich dagegen ankommen wollte, bräuchte ich was? Bevor ich mit Details komme, sollten wir erstmal über das Geschäftliche reden. Hier hast du etwas Geld für deine Mühen und etwas Munition, Alkohol aus meinem Privatvorrat und ich habe noch einen Job für dich. Wenn du interessiert bist, ich bin interessiert. Zufällig habe ich vor einer Weile eine Karte gefunden, die eine alte Armeebasis in den Bergen nicht weit von hier zeigt. Find einen Weg dahin und ich sorge dafür, dass es dir gut geht. Also gut, ich sehe mir das mal an. Warum sollte ich gehen? Hast du nicht schon jemanden hingeschickt? Der Gesichtsausdruck von Mr. Wyke wird einen Augenblick angespannt, dann schnaubt er. Hä? Eigentlich nicht. Die Truppen, von denen ich die Karte habe, die Typen, von denen ich die Karte habe, sind tot. War eine raue Bande, aber die sind alle bei dem Versuch, in die Basis zu gelangen, umgekommen. Die sind nicht mal reingekommen. Ja, der einzige Überlebende sagte, kurz vor seinem unseligen Tod, sagte, dass das so eine Art super Geschütztürme den Eingang bewachen. Haben die meisten Jungs erledigt. Was ist mit den Überlebenden geschehen? Da muss ich vorsichtig sein. Ich nehme den Job an. Was ist mit den Überlebenden geschehen? Oh, der alte Sam Pritchard, traurige Geschichte, hat sich eines Nachts besoffen, hat meinen Sohn Kite gegenüber erwähnt, dass er die Basis gefunden hat und bevor du weißt, was Sache ist, zeichnet er mir diese Karte und stirbt. Er schläft jetzt in Golgatha. Sam Pritchard, okay. Reno scheint die Tage ja voller trauriger Geschichten zu sein. Ich nehme den Job. Nickt lächelnd. Also gut, komm zurück, wenn du einen Eingang gefunden hast und ich werde dafür sorgen, dass du gut belohnt wirst. Also, die Basis findest du so. Geh nach Norden und dann gibt er die Koordinaten der Armeebasis. Also gut, ich sehe es mir mal an. Wenn ich einen Eingang finde, komme ich zurück. 2000 Erfahrungspunkte. Okay, du hast 500 Erfahrungspunkte, du hast den Mörder Richard Weix und sein Motiv gefunden, du hast ein neues Level erreicht. Vic hat bei einigen Fähigkeiten dazugelernt. Cool, du erhältst 2000 Erfahrungspunkte. So, jetzt speichern wir, denn es kann sein, dass wir einen Boni auswählen müssen. Und ich wollte nochmal schauen, ob... Nein, müssen wir nicht. Okay. Schade, dann aus der nächsten Stufe. Kleine Waffen lassen wir so. Energiewaffen von mir aus 2, 3 Punkte. Nahkampf werfen. Erste Hilfe auf jeden Fall einen. Wobei ich Erste Hilfe eigentlich das mal reinsetzen wollte. Arzt einen. Dietriche einen. Stehlen ein. Fallen ein. Na, Dietriche, ruhig mal 3 Punkte drauf. Wissenschaft nur einen, reparieren einen, reden auch ruhig mal 3 Punkte. Ansonsten hier ein, spielen ein, Naturbursche ein. So, das passt soweit, würde ich sagen. Wie viele Trefferpunkte müssen wir bald bei 100 angelangt sein? 97 erst ab der nächsten Stufe. Okay. So. Öffnen 41%, ja, damit wenn wir langsam die ersten Türen aufbekommen. So, das hatte ich aber auch ganz cool an seine Mission. Ich erledige die mal. Jetzt arbeite ich doch für die Vikes, obwohl ich eigentlich mit den Familien nichts zu tun haben wollte, aber okay. Ja, ich brauche mal Munition für mein Sturmgewehr. So, da hat es jede Menge tolle Munition. Nochmal schauen, dass ich die richtige kaufe. Die braucht. Bla 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 bla. Steht nicht da, dann machen wir folgendes. Zack. 762 mm. Was stand denn da alles noch dabei? Hä? RA-Mod, RV-Mod, minus 5, minus 10. Aber was immer das heißt. Ach so, das vielleicht Rüstung minus 5? Das wäre ja stark, wenn das wirklich so wäre. So, tauschen.
Nein, irgendeiner hat doch ziemlich viel Munition verkauft. Der verkauft ja nur medizinischen Kram hauptsächlich. Ah, ich glaube, der war weiter unten. Nämlich hier. So, tauschen. Ah, der hat ja auch ein Buch, das habe ich doch vorher gar nicht gesehen. Das kaufe ich mir auf jeden Fall. Der hat auch eine jede Menge Kohle, wie soll ich nicht vorher gesehen? Alles wieder zurück, zurück. Wir gehen ein paar Waffen holen aus dem Kofferraum. Denn ich habe hier nichts unnütz. Ja, manche werden sagen, hier ist ziemlich viel unnützes Zeug drin, aber ich möchte nicht. Ja, jetzt haben wir wieder 9000, wir haben anscheinend auch noch Geld erhalten. Ach so, ja, weil den einen Typen, der seinen Gewinn verbuddelt hat, niedergemacht haben, weil er uns niedermachen wollte. Ja, das ist schön, da gehe ich jetzt. Heute nichts, danke. So, Leute, kommt mal her. Hä, wo ist denn mein anderer Typ hin? Egal, der wird noch nachkommen. Er hat zwei. Nee, Jagdgewehr. Jagdgewehr ist so. Überhaupt nicht. Pistole brauchst du nicht. Und die 10 mm kleine MG brauchst du auch nicht, weil du da was Besseres hast. 10 mm, deswegen. Ja, mit der Uzi tauschen. So viel kannst du leider nicht tragen. Oh, leckt mich doch am. Ah, hier, wegen den Alkohol, das brauche ich nicht. Oh, immer noch nicht. Müssen wir auch so machen? Hallo? Aber jetzt? Ach, wie nervig das gerade ist. Das hier ist auch ein Questgegenstand, hat das Gewicht 1. Geht auch nicht. Wasser brauchen wir auch nicht. Okay, wiegt nichts, da kann ich es ruhig mitschleppen. Wieder einen Schlagring brauche ich auch nicht. Leute, das kann doch nicht sein. Hier, dann nimmst du halt auch den Plastiksprengstoff. Jetzt müsste es doch gehen, definitiv. Ja. So. Tauschen. Auf jeden Fall Munition und dieses schöne Heft. Da kriegst du dafür das. Oh, das gibt ordentlich Knete. 1, 9. Was ist denn das? Ein Rohrgewehr. Das ist doch das Billigste vom Billigsten. Munition. Oh nein, er hat nicht diese Munitionsart. Oh, Mist. Ah, Schrotgewehrpatronen bräuchte ich. Ist richtig teuer. Oh je. Wir haben aber 40. Dann brauchen wir das doch nicht. Machen wir lieber so und das Rest. Den Rest füllen wir mit Kneder auf. So, ups. Bieten. Aber es hat sich trotzdem gelohnt, obwohl ich nicht meine Munition bekommen habe. Weil ich jetzt ein schönes Büchlein habe. So, 93% haben wir auf kleine Waffen.
Was, du erfährst nichts Neues? Okay. Anscheinend, weil wir schon so hoch geskillt sind. Okay, schade. 93%, dann müssen wir halt es manuell skillen. Gut, dass ich Bescheid weiß, dann kann ich wieder Punkte reinsetzen. Ein bisschen anders wie beim ersten Teil. Dächte ich. Aber damit habe ich kein Problem. So, dann rüsten wir uns wieder mal korrekt aus. Für die Sniper haben wir ja noch genug Munition gekauft, dann müsste das soweit passen. Ach, Lenny. Lenny. Endlich. Ah, wo ist mein anderer Begleiter hin? Da mache ich mir mal leicht Sorgen, dass der zwischenzeitlich draufgegangen ist und ich es nicht gemerkt habe. Also jetzt wäre ich eiskalt und würde sagen, dann nehme ich halt einen anderen mit. Ich wechsle mal den Bildschirm im Normalfall. Sind wir dann alle wieder zusammen? Ja, keine Ahnung, wo das sich versteckt hat. So, dann noch schnell zum Auto. Und dann gehen wir mal zu dieser Militärbasis, in der Hoffnung, dass ich dort nicht zersiebt werde. So, alle da, dann speichern wir und dann machen wir gleich weiter. Also, bis dann.